Die Spieltag-Highlights. Alle wichtigen Szenen und Geschichten. Jetzt. Das sind Spieltag Highlights. Hallo miteinander, ganz herzlich willkommen auch den Zuschauerinnen und Zuschauern auf TV24. 5 Match, die hier sind heute zu oben gespielt worden und wir wollen unter anderem die 3 Fragen auflösen. Beispielsweise die nach der Festung Swiss Life Arena. 4-mal haben die Lions bis jetzt drinnen gespielt, noch nie sind sie geschlagen worden. Schafft das heute Davos? Dann hat der EAC Biel ein Mammutprogramm zu absolvieren in dieser Woche. Hat schon 2-mal gespielt, aber noch nie gewinnen können. Können Sie das heute so beändern? Und dann sind wir natürlich gespannt darauf, wie es Toni Söderholm läuft in Bern. Er steht zum ersten Mal beim SCB heute zu oben an der Bande. Ja, und bei mir im Studio nach wie vor die beiden Gäste. Altbekanntes Gesicht Timo Helbling. Neben ihm der Fabian Sutter, momentan U20-Assistenzcoach beim EHC Kloten. Über 1000 Spiele gemacht in der National League. Schön bist du, Fabian. Ich möchte mit euch gerade als erstes darüber reden, über das Debüt von Toni Söderholm in Bern. Timo, was erwartest du von ihm jetzt? Ja, die Erwartungen sind natürlich riesig, oder? Job als Coach in Bern ist immer mit sehr vielen Erwartungen verbunden. Ich glaube, er übernimmt ein Team, das nicht so schlecht dasteht. Also normalerweise kommt ein neuer Trainer rein, wenn sie irgendwie letzt sind oder irgendeine 10 Niederlagen hintereinander haben. Also die Mannschaft hat eigentlich genug Hilfe dran. Wobei man einfach auch man muss sagen, die Mannschaft hat sich nicht so entwickelt, wie erhofft. Oder? Der Raffa hat eine ganz klare Vorstellung, wie man Eishockey spielen will. Und das hat der alte Trainer nicht können erfüllen, die Erwartungen. Von dem her sind da sicher, ist es ein Mix für ihn. Oder auf der einen Seite ein Team, das ein intakt ist, aber ein Team, das sehr viele Spielercharaktere hat. Er ist, glaube ich, sehr ein guter Kommunikator. Also es wird ihm sicher auch helfen. Aber es hat auch gewisse Spieler, die, ja, so einen Di Domenico, die muss man auch richtig können führen. Und er ist ein Coach, der noch nie ein aktives Team übernommen hat. Oder er war lange in der Nationalmannschaft bei Deutschland. Also sicher auch ein Challenge. Also von dem her, die Erwartungen sind sehr hoch und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt so rauskommt. Ja. Ja, das sind wir alle. Fabian, du hast 19 Saison lang in der höchsten Liga gespielt. Hast du etwa mal einen Coach erlebt, wenn er so einen neuen an der Bande gestanden ist? Hast du dir damals besonders Mühe gegeben, zumindest am Anfang? Ja, das ist global ein bisschen gleich gegangen dort. Man war gespannt, was da kommt für einen. Und ja, was sicher positiv ist, jeder hat eine neue, die Ausgangslage ist für jeden gleich, oder? Der Coach kennt vielleicht die Spieler noch nie, jeder hat eine Chance, sich im besten Licht zu präsentieren. Vielleicht hat es ein paar Unzufriedene gehabt, die jetzt eine neue Situation kreieren können, mit mehr Eiszeit, wenn der Coach vielleicht ja, sich ein bisschen besser findet als andere. Und darum ist sicher eine gute Sache. Und, ja, wir sind gespannt, was da in Bern passiert. Ja, Bern und der Toni Söderholm, sie schreiben eine von den Geschichten heute zu oben in dieser Highlight-Sendung. Und ich schlage vor, wir steigen ein mit den ersten Highlights von oben. Ja, und dann haben wir die beiden Topscorer in diesem Spiel, der Christoph Bertschi auf Seite von Freiburg. Ist das schon ein bisschen länger? Auf Seite von Bern ist es heute oben der Romain Löffel gewesen. Das aus dem einfachen Grund, dass der Chris Di Domenico für 3 Spiele ja gesperrt worden ist. Heute oben seine erste Spielsperre abgesessen hat. Und darum kann jetzt der Verteidiger auflaufen als Topscorer. Ja, etwas, was nicht mehr so außergewöhnlich ist. Im modernen Eishockey sehen wir immer wieder ein bisschen. Thomerson in Genf von letztes Jahr, glaube ich, konstant der Topscore war. Löffel war ein guter Start jetzt in Bern im neuen Team. Ja. Also Bern heute bei der Premiere von Toni Söderholm ohne Chris Di Domenico. Und jetzt steigen wir mal ein in das Spiel, das nicht gut gelaufen ist am Anfang aus Berner Sicht. Sie sind nämlich in Rückstand geraten. Da sehen wir es 1-0. Der Gotteros Powerplay Goal war das vom Julien Sprunger. Ja, perfekt ausgespielt. Motte, der hier sehr viel Raum hat. Schuss antäuscht und nachher mit reinzieht, abspielt der und dann gerade auf den Sprung. Man sieht, der Sprung wie sich schön dann vor dem Go eigentlich dann bewegt und jetzt gerade abtreibt und er weiss, der Böck kommt gerade. Also, eingestudierte Varianten und ganz sicher nicht unverdient. Freiburg super stark gehabt, Bern sehr wenig vom Spiel am Anfang. Also das war die 50. Minute, wenn du neuer Coach bist an der Bande oder von einem Team, 50 Minuten, dann kommt das erste Gegengo. Was geht dir da durch den Kopf? Als Coach? Ja, man stellt sich das sicher anders vor. Ich glaube, es würde einen rechten Buß geben, wenn man sich in Führung geht. Aber
ja, sie kommen dort das Boxplay, das sie spielen müssen, und Powerplay bei diesen Klasse der Ausländer von dieser Saison. Jetzt, ja, sie hat super rausgespielt, Fribourg, und mit einem Mal weniger, manchmal kann man nicht viel machen. Ja, Fribourg hat viel mehr von diesem Spiel gehabt, wenn man rein Statistik anschaut, aber es ist dann gleich der Ausgleich für Bern. Das 1:1, ebenfalls ein Powerplay-Goal, der Ausgleich Ende vom zweiten Drittel, 54 Sekunden vor Drittelsende ist er gekommen. Ja, da der Diaz, der die Scheibe nicht rausbringt, hat sie eigentlich gut unter Kontrolle im rechten Ecke. Und spielt sie dann, ja, will sie eigentlich durch die Mitte rausbringen. Und der Löffel kann sie dort gut abfahren und dann direkten Pass, Schusspass vom Ennis, von nachher sie wieder nur noch ablenken kann. Also dort sehr rausgespielt. Und man sieht den Diaz, der da einen Schritt spät ist, weil er eben eigentlich zuerst eine Scheibe gesehen und die Scheibe wollte rausschießen. Haben sie das gut ausgenutzt. Aber ja, man muss auch sagen, also, Spielverlauf ist jetzt nicht unbedingt so gewesen, dass jetzt Bern das so gedrückt hätte. Also, gut fürs Spiel gewesen. Ich sehe so trotz Fribourg sicher immer noch die Oberhand gehabt, grundsätzlich. Mhm. Und die Oberhand, die haben sie die auch können ausmünzen in ein weiteres Goal. Auch das schauen wir uns an. Wir springen ins dritte Drittel. Samuel Walser hat das geschossen, das Goal. Er hat den Schuss vom Benoit Jecker abgelenkt. 52 Minuten. Die erneute Führung für die Freiburger. Ja, sehr schönes Goal. Man sieht, wenn er sich super in die Mitte hinein bewegt, den Kopf da oben hat, höheren Schuss, oder? Dass man, höhere Schüsse sind einfach auch schwieriger für den Goalie zu kontrollieren und dann zum Ablenken noch ein bisschen einfacher für die Stürmer. Aber auch vorher mit der Bickhoch mit der Scheibe reingekommen und sie haben sehr viel Kontrolle, sie haben das wirklich, wirklich gut ausgespielt. Guter Verkehr da vor dem Goal, oder Bickhoch und der Walser, der am Schluss noch ablenkt. Schönes Goal für einen Trainer, oder? So etwas. Ja, ich glaube, das ist ein Paradebeispiel, wie man heute international Goal schießt. Low to high, Verteidiger und dann einfach Verkehr von Goal. Ja. Goal in Sicht nehmen, ist so wichtig. Der Walser macht dort einen super Job, plus hat noch den Stock für einen Tipp. Und ja, es ist sehr gut von Fribourg, dort, die Net Presence vor dem Goal. Was sie können ummünzen können, letztlich in ein weiteres Goal, aber auch Bern hat noch seine Chancen gehabt, das Spiel zum zweiten Mal auszugleichen. Der Romain Löffel war es. Und nachher gibt es eigentlich aus dieser Szene raus, die sie hätten ausgleichen können, gibt es den Breakaway. Jetzt hätte eigentlich die Spielentscheidung können sie da im Gegenzug, oder? Ganz viel offenes Eis. Ja, genau. Ich meine, Bern muss ihn da auftun. Man sieht den Tracken, der als Verteidiger natürlich auch noch probiert, sich einzuschalten. 7 Minuten vor Schluss kann man ein bisschen mehr Risiko nehmen, das ist klar. Nachher gibt es halt einen Konter. Philipp Wiedrich, muss man sagen, hat alles gemacht, um seine Mannschaft im Spiel zu behalten, um ihnen weiterhin bis zum Schluss eine Chance geben zum Siegen. Ihm ist es sicher nicht gelegen. Aber Bern zwingend, schlussendlich. Er ist nicht mehr auf dem Eis gestanden, der Philipp Wüthrich. Beim letzten Goal, auch das schauen wir uns der Vollständigkeit halber noch an. Das 3:1 ist das von Gotterau. Das Goal von Markus Sörensen, eben in das verlassene Goal von Bern. Ja, ein guter Stock von Diaz. Ennis reklamiert hier Strafe, aber das war für mich keine Strafe. Der eine Hand, die er jetzt hier im auf den Stock, also nicht schlagen, weil der Ennis wollte ja eigentlich die Scheibe passen, von dem her für mich alles sauber und dann, ja, empty net ist dann nicht mehr so schwierig, obwohl dass er da schon noch ein paar Meter vor sich hat. Aber auch das gibt einen Scorepunkt, auch das gibt ein Goal, der Sörensen, der schon gestern getüpft hat, also der Einstand von Toni Söderholm bei Bern, der läuft zumindest resultatmässig sicher nicht so, wie er sich das gewünscht hat, um einen optimalen, perfekten Einstand zu haben in Bern. Und jetzt wollen wir uns mal anhören, wie er selber den heutigen Abend erlebt hat. Toni Söderholm, willkommen in der Schweiz in der National League. Die ersten sicherlich intensiven Tage hier in Bern liegen hinter Ihnen. Nehmen Sie uns kurz mit. Wie haben Sie das Ganze erlebt in den letzten Tagen? Wie haben Sie die Mannschaft wahrgenommen? Ja, viele schöne Momente, viele gute, intensive Momente. Wir haben viel gesprochen, viel über unsere Taktikweise gesprochen auch. Und ja, dann haben wir versucht, diese richtige Spielstimmung zu finden. Und teilweise war das da heute und teilweise können wir uns noch steigern. Konstanz, demnach ein Thema weiterhin beim SC Bern. Wie haben Sie jetzt das erste Spiel hier, dieses Zähringer Derby vor ausverkauftem Haus miterlebt? Wie zufrieden sind Sie denn schon mit dem Auftritt Ihrer Mannschaft heute? Ja, wir wollen ja Spiele gewinnen, das ist Punkt 1.
großartige Kulisse. Das hat richtig Spaß gemacht, auch hinter der Bank. Die Emotionen von unserer Seite waren gut, fand ich. Und wir sind besser und besser ins Spiel gekommen. Wir hatten mehrere Torchancen in der dritten Drittel, die wir uns auch gut gearbeitet haben. Und unser Torwart, der Fibo raus, haben die Jungs richtig hart gekämpft. Söderholm, besten Dank für die ersten Eindrücke. Ja, das nächste Spiel von Toni Söderholm als Coach vom SC Bern ist schon morgen. Morgen muss Bern auswärts antreten zu Lugano. Ein Spiel übrigens, das ihr bei uns auf MySports könnt live schauen könnt. Morgen zu oben. Also, so viel zum Einstand von Toni Söderholm. Wir machen weiter mit den nächsten Highlights. Und gehen in die Stimo Arena auf Kloten. Die Stimo Arena, die zuletzt eine Festung war. Auch die, kann man sagen, die letzten 6 Heimspiele hat Kloten nämlich alle zusammen können gewinnen. Als Aufsteiger ist es wichtig, dass es vor allem, wenn es läuft, daheim auch läuft. Ja, schlussendlich spielt es nicht so eine Rolle, wo du deine Punkte holst, aber es ist sicher ein Vorteil, wenn man sich daheim gut fühlt, vom eigenen Anhang gute Leistungen kann zeigen. Es gibt einen enormen Boost, immer, wenn man daheim auch spielen darf, mit einem guten Gefühl und mit den eigenen Fans. Und momentan klingt das in Kloten sehr gut. Sie können sehr viele gute Spiele zeigen daheim. Es geht jetzt nur noch ein bisschen auswärts, vielleicht dort auch noch das Level können steigern. Und da sind sie sicher auf einem guten Weg. Steigen wir ein in das Spiel, steigen wir ein mit dem ersten Goal, das es gegeben hat in diesem Match. Es war nicht das Goal für Kloten, sondern der Gast aus Biel ist in Führung gegangen. Ja, es ist das Bulli-Go. Und man sieht, wenn man Damian Brunner beobachtet, er weiss genau, da, jetzt geht der Schieber ab, dreht sich sofort und beschleunigt da. Der Grossmann, der dann, super auch sieht, wie er noch offen ist, sehr schön rausgespielt. Kloten im ersten Drittel noch nicht ganz auf der Höhe. Und da haben sie ein bisschen geschlafen. Damian Brunner hat das eiskalt ausgenutzt, zusammen mit dem Robin Grossmann. Ja, das war eine wunderbare Vorlage, die er ihm hier geliefert hat. Du hast gesagt, Kloten im ersten Drittel noch nicht ganz auf der Höhe, im zweiten Drittel aber der definitiv. Und dort vor allem einmal der Arthur Ruotsalein. Jetzt müsst ihr mal anschauen. Wir steigen mal ein mit seinem ersten grossen Auftritt. Wunderbare Vorlage auch von Kevin Lindemann, der seinen ersten Scorerpunkt hat können sammeln. Und dann eben der Ausgleich, das 1:1 durch Arthur Ruotsalainen, 22 Minuten. Und weiter geht's. Praktisch mit den gleichen Akteuren. 2 Minuten später, in der 24. Minute, sind wir der Rheinbacher und dann der Arthur Ruotsalainen mit seinem zweiten Treffer am heutigen Oben. Das 2:1 für EAC Kloten. Seine Mannschaft also hier in Führung geschossen, in diesem Mittel-Drittel. Und damit war sein Torhunger erst so richtig geweckt. Kloten konnte mit 2 Mann mehr spielen, doppelte Überzahl, Powerplay also. Und wieder der Arthur Ruotsalainen mit einem waschechten Hattrick. Das einfach darum, weil er alle Goal im gleichen Drittel erzielt hat. Er hat hier also ganz gross auftrumpft. Vor heute hat er 2 Goal geschossen gehabt. Jetzt heute sind gerade 3 weitere von ihm dazugekommen. Ja, da hat er alle Grund zum Jubeln als Spieler, wenn es dir so läuft. Wenn 3 Goal so schiessen kannst, da fliegst du eigentlich, oder? Ja, passiert nicht. Alle Abende das volle Programm. Sicher cool auch, wenn es ihm vielleicht nicht so ist gelaufen im Abschluss. Lange Zeit jetzt. Ist ein Befreiungsschlag. Aber auch interessant, wo er steht bei diesen Goal. Er ist eigentlich vor dem Goal, beim ersten Goal der Zug auf das Goal. Und das ist halt schon etwas, wo Schweizer manchmal schon ein bisschen abgeht, der berühmte Zug zum Goal. Und das zeichnet sicher aus in diesen Situationen. Also 3:1 ist es gestanden für Kloten. Bieler, die haben aber nicht aufgesteckt. Die haben weitergekämpft und sind zum Anschlusstreffer gekommen. Sie haben sich nicht wirklich abschütteln. Auch das war ein Powerplay-Goal. Getroffen hat der Luca Hischier wunderbar, wie er den hier ablenkt. Ja, aber ein wunderbarer Pass auf den Brunner, oder? Mhm. Ich sehe jetzt hier, wenn man ihn beobachtet, rechts, er bekommt die Scheibe noch nicht, aber er hat den Kopf schon dreht, weiss schon, wo der Stock ist vom Hischer und ein Laserpass durch die Mitte. Sehr schöne Szene vom Brunner und zwei sehr schöne Szenen, wenn er da gut beteiligt ist. Er immer sehr motiviert in Kloten, als ehemaliger Klotner, das haben wir auch selber noch miterlebt.
wo wir mit ihm gespielt haben, hat meistens damals noch einen Gang mehr reinlegen können. Ja, genau. Und das war ein der Moment, den wir gewährleistet haben. Oder? Der Anschlusstreffer war ganz wichtig, dass er noch gekommen ist für den EHC Biel. Und jetzt ist darauf angekommen, wie starten sie das dritte Drittel. Aber diese Szene hier, die hat eben Kloten gehört. Sie hat Jonathan Eng gehört. Einfach jetzt noch wieder ein Wort zu ihm. Oder wenn er Goal schießt, dann ist es einfach Goal, wo schön ist zum Anschauen. Wobei Gegenwehr. Also zuerst mal das Positive, oder? Also, du tust mich schon... Weißt, gut. Nein. Wunderschönes Positive Goal, Dränge. Oder? Genau. Fast jeder Match hat so ein Highlight-Goal. Selbstdrang, den er hat. Wir haben auch eine Szene gesehen im ersten Drittel, wo er das Gleiche probiert und dann Scheiben verliert und der Ratgeber ein Breakaway hat auf der anderen Seite. Das ist natürlich auch ein Spieler, der ein gewisses Risiko muss nehmen, aber wir sehen auch die Überzeugung, die er hat beim Jubeln. Er hat das Selbstdrang und sagt, es ist nicht klappt, ich probiere es noch einmal. Und einfach sehr, sehr ein schöner, guter Schlittschuhläufer und super Goal. Und ja, das Selbstvertrauen kannst du haben. Es war sein 10. Saison-Goal gewesen, oder? Da hast du ein bisschen etwas aufbauen. Jetzt sag noch das Negative. Negative, ja. Ich meine, katastrophales Defensivverhalten von Biel. Und ich meine, es ist nicht irgendeine Linie drauf, sondern es ist die Top-Linie drauf. Es fehlt zwar wer fehlt? Der Haas. Der Haas, excuse, genau. Der Haas ist nach wie vor verletzt, genau. Aber es ist der Hoffen drauf, es ist der Olafsson drauf. Und meine, da muss einfach mehr kommen, sie kommunizieren nicht. Wir haben das auch in der Pause besprochen. Es geht nicht darum, dass man da Musik checken und Schlägereien, sondern es geht einfach darum, dass man aktiv ist, dass man kommuniziert und vor allem in der defensiven Zone. Wenn man weiss, so ein Spieler ist auf dem Eis, der muss mehr kommen. Und bei Biel ist das heute so aber ganz klar nicht gekommen. Es hat kein Leben gehabt in dieser Mannschaft. Und es ist, für das es in einer Negativspirale sind, erwartet man einfach mehr und vor allem auch dann von diesen Leader. Das Leben ist auf der anderen Seite. Wir kommen nochmal zum Mann vom Spiel, als hätte er nicht schon genug geliefert heute zu oben. Wir sind wieder beim Arthur Ruotsalainen. Seine Show, die war noch nicht zu Ende gewesen. Er hat noch einen draufgesetzt. Das ist 5:2, sein vierter Treffer heute zu oben. In der 45. hat er da das Powerplay-Goal noch erzielt. Ja, das ist ein super Querpässchen. Maltenen und dann ein guter Schuss. Nicht einfach, aber halt sich da perfekt rein. Ich meine, du hast auch noch etwas Spannendes gesagt. Oder? Ich meine, die Spieler, die jetzt in der AHL war letztes Jahr und ein bisschen Anfangsschwierigkeiten gehabt, oder? Die ersten, was ist das? 15 Spiel. 15 Spiel, 1 Go, ja. Und kommt jetzt langsam rein. Oder? Und Jonathan Eng auf der anderen Seite, riesen Saison letztes Jahr in der Nationalliga B, weiss, wie die Liga funktioniert, also weiss, wie das Spiel in der Schweiz funktioniert und dann von Anfang an gerade Top-Leistungen können bringen. Es ist immer ein bisschen das Risiko, wenn man jemanden natürlich dann holt, der vielleicht einen grossen Namen hat, aber sich zuerst noch als Schweizer Eishockey muss gewöhnen. Und heute hat er wahrscheinlich hat er sich angewöhnt jetzt, ja. Das kann man definitiv angekommen. Ja, das kann man gut sagen. Mit 4 Goal, da bist du definitiv angekommen. Der Arthur Ruotsalainen, ganz klar der Mann vom Spiel auf Seite von Kloten. Jetzt wollen wir ihn natürlich auch noch im Interview hören. Arthur Ruotsalainen, 4 goals tonight for you after a harsh start of the season. How do you feel? I feel great, yeah. That was a big win for us. We got the big point for us, obviously, and yeah. I know, I think we are like whole team played very well today. The first period wasn't the best of us, but like the rest of two, we played very well and pretty smart way, and we find a way to win the game, so that's good for us. It's the 7th win in a row at home for Kloten. How do you explain that it's so difficult for teams to come here and win? I don't know, it's tough to say. I mean, like, yeah, I don't know what's the reasons of that, but yeah, I've been feeling like we are always like to playing together at home, and yeah, we just we are finding ways to win the games, and I don't know, it's hard to explain it, but maybe the support of the fans is a one thing, and yeah, I think it's hard to say. Thank you. Congratulations. Thank you. Ja, der Arthur Ruotsalainen, er findet nicht so Worte, zu erklären, warum das die Heimstärke da ist mit dem 7. Heimsieg. Vielleicht die Fans, sagt er klar, aber so eine wirkliche Erklärung. Das fehlt ihm. Er sagt das erste Drittel, dass ich eher Biel die bessere Mannschaft war, dass ich sehe, noch nicht so gut gelaufen. Aber Drittel Nummer 2 und Nummer 3 seien doch gut gewesen. Und logisch, er fühlt sich grossartig. Also was soll er auch anders sagen, nachdem er 4 Goal geschossen hat? Es ist ihm zu gönnen. Da darf er sich definitiv grossartig fühlen, auch darum, weil es nach 2 Niederlagen für Kloten wieder ein Sieg war.
Nicht so gut läuft es momentan, aber am EHC Biel verlieren wir noch schnell ein Wort zu den Seeländern. Für sie war es die vierte Niederlage jetzt gewesen. Ich muss schnell güchseln. Ja, stimmt, die vierte Niederlage hintereinander. Siehst du Gründe, so übergeordnete Gründe? Oder ist es jetzt einfach auch, wenn wir schon über Schwankungen reden? Ja. Ja, es sieht einfach aus wie ein Stimmungsteam, oder? Also wenn es gut läuft, läuft es gut. Und wenn es nicht so gut läuft, dann fehlen ein bisschen, so ein bisschen die Reisser und die absoluten Leader. Oder? Wir haben zum Beispiel beim EV Zug gesehen, wie es nicht so läuft. Und dann hat man einen Jan Kovács beobachtet. Mhm. Und das sind dann halt einfach wirklich absolute Leader, die den Karren reissen. Oder? Und ich meine, wir haben jetzt ein paar Szenen gesehen, wo defensives Verhalten einfach ungenügend ist von Leader. Spieler und da muss mehr kommen. Und eben, wie gesagt, es ist so ein bisschen das Lebendige, das Kommunizieren, das mal einen Check fertig machen, da kommt einfach ein bisschen zu wenig. Man nimmt sich also einfach hin und, ja, und am Schluss hockt man wieder im Bus und fährt heim. Ein bisschen blutleerer Auftritt war eigentlich von EHC Biel, einer von den Leader bei den Seeländern, ist eigentlich der Damian Brunner. Mal hören, was er zum heutigen Oben sagt. Damian Brunner 2-5 verloren auswärts in Kloten. Der hat noch 1-0 geschossen im ersten Drittel. Der hat im ersten Drittel dominiert oder seid ihr ein besseres Team gewesen. Was ist dann passiert? Ja, nachher definitiv nicht mehr. Ich glaube, Kloten hat nachher das Zepter in die Hand genommen. Wir waren extrem fehleranfällig. Dumme Fehler hinaus sind wir gar nicht gut gekommen. Und katastrophal Stellung gespielt. Wir haben immer zwei Spieler verloren auf einem Mann. Und ja, Kloten hat nachher das Zepter in die Hand genommen und hat verdient gewonnen. Ich habe immer wieder das Gefühl, es sind so Back-to-Back-Games, manchmal noch schwierig am zweiten Abend und noch auswärts. Die Spieler sagen zwar immer, es hat nichts damit zu tun, aber hat dann gleich der Saft ein bisschen gefällt oder der Glaube daran, weil ihr seid nicht mehr zurückgekommen? Nein, also ich kann nur für mich reden. Ich habe mich jetzt zum Beispiel heute besser gefühlt wie gestern, aber ja, ich glaube, wenn man so alles anschaut, ist sicher, wir haben nie zwei Shifts nacheinander gekommen, wo wir mal Druck können machen. Es ist immer, jemand hat einen Anfang gemacht und nachher die nächste Linie ist wieder eingebrochen und ja, also von außen hat es nicht Anschein gemacht und auf der Bank gesessen bist, dass jetzt irgendjemand noch etwas reisst im dritten Drittel. Es ist bei euch immer ein Thema, jedes Jahr nach 10 Siegen in Serie, so dieses Jahr kommt die Niederlagenserie. Ist das bei euch auch Thema oder wieso kommt das jedes Jahr wieder? Nein, gar nicht. Also ich glaube, wenn wir jetzt die beiden Spiele am Wochenende anschauen, eben, gegen Zug spielen wir eigentlich ordentlich, werden nachher eigentlich beraubt um eine super Schlussphase, der katastrophale Calls und heute starten wir gut und brechen nachher ein, ich weiss nicht. Ein bisschen Überheblichkeit. Eben wie gesagt, wir sind hinten extrem fehleranfällig gewesen. Angriffsauslösung hat überhaupt nicht funktioniert. Und ja, Claude hat nachher Druck gemacht. Es ist ein schönes Hockey gespielt. Schöne Powerplay-Goal. Eng, wieder ein Riesenkarre, einmal mehr. Ja, wie gesagt, sie haben verdient gewonnen. Danke vielmals. Merci. Ein selbstkritischer Damian Brunner. Und er stützt eigentlich den Eindruck, den wir auch im Studio hatten, dass er auch selber auf der Bank nicht das Gefühl hatte, dass da noch jemand kommt, der das reissen kann. Also, wir machen einen kurzen Moment Pause, schnaufen schnell durch, dann geht es weiter mit den weiteren Highlights. Wir sind zurück mit den Highlights zum Spieltag und machen weiter mit den Highlights zu Zug gegen Lausanne. Die Partie zwischen Dan Tangnes und Geoff Ward, der ja heute oben erst seinen zweiten Einsatz hat als neuer Headcoach beim HC Lausanne. Ja, Lausanne ausgeruht im Gegensatz zu Zug, der gestern oben ins Penalty schiessen musste gegen EHC Biel. Aber die Zuger, die werden im Höch sein, weil nachdem es Anfang Oktober, sage ich jetzt mal, noch nicht gelaufen ist, wo sie dort so eine Art Mini-Krise hatten, haben sie die jetzt letzt vergessen gemacht und sind jetzt in ihrer Siegesserie drin. Wollen wir mal schauen, wie es hier gelaufen ist. Die Zentralschweizer zuletzt mit 5 Siegen in Serie. Von solchen Resultaten kann der heutige Gegner aus Lausanne nur träumen. Die Wattländer holten sich in den letzten 9 Spielen lediglich einen Vollerfolg. Die gestern spielfreien Lausanner erwischen aber den besseren Start in diese Partie und kommen zu einigen guten Szenen. Nach 13 Minuten kommt Frick völlig allein zum Abschluss und mit diesem Hammer bringt er die Wattländer in Führung. Das erste Saisontor des Lausanne Captains mit diesem Prachtschuss zum 0:1. Die Reaktion der Zuge lediglich 40 Sekunden später. Muckli. Dann Denisco und es ist Allensbach, der zum Ausgleich trifft.
Ganz genau 47 Sekunden braucht die Youngster-Linie der Zuge, um das Spiel wieder auszugleichen. Und mit diesem 1:1 geht's in die erste Pause. Auch im zweiten Drittel bleibt der Meister zunächst vieles schuldig. Erneut sind die Gäste die aktivere Mannschaft. Kovac. Panik reagiert am schnellsten und dann hat Emerton keine Probleme, die Gäste nach 32 Minuten wieder in Führung zu bringen. 1:2, auch das Resultat nach 40 Minuten. Dritter Abschnitt und jetzt kommt die Zuger Reaktion mit Herzog. Und dann ist es Yannick Zehnder, der Punenovs aus Spitzenwinkel bezwingen kann. Ein Kunstschuss zum Ausgleich, der Meister wieder dran. Der Zugerschwung wird dann aber arg gebremst. Hansson von Marti gegen das Knie gecheckt. Das sieht gar nicht gut aus. Doch die Zuge drücken nun auf den Führungstreffer. Geißer verpasst das 3:2. Das Spiel läuft weiter. Riad gegen Cennoni. Tor. So nah ist Pech und Glück beieinander. Zuerst verpasst Geißer das 3:2. Und dann das 2:3 auf der anderen Seite. Doch die Zuger wollen ein Offside gesehen haben. Coaches Challenge. Und die Linesmen schauen sich die Szene an. Tatsächlich, Sekac ist im Drittel, bevor die Scheibe über die Linie ist. Der Treffer zählt nicht. 2:2 nach 60 Minuten. Verlängerung. Und da kommen die Gäste zur ersten guten Möglichkeit. Odette nutzt sie zum Sieg der Gäste in der Overtime. Ein trockener Schuss des kanadisch-amerikanischen Doppelbürgers zum überraschenden Erfolg des Lausanne HC. Ja, Lausanne also im zweiten Auftritt unter dem Geoff Ward mit dem ersten Sieg. Ja, ich glaube schon gut. Gutes Zeichen, oder wenn ein neuer Trainer kommt, das ist der Trainereffekt, das spürt man schon bei der Lausanne. Ich glaube, sie haben eine gute Leistung gezeigt. In Zug ist nie einfach. Ja, und die werden schon wieder kommen. Also ich mache mir da nicht zu viel Sorgen. Die haben sehr viel Qualität im Kader und wenn sie jetzt auch ein bisschen Ruhe reinbringen drumherum, habe ich das Gefühl, kann man mit denen dann schon noch rechnen. Ja. Mit Lausanne, wenn es ein bisschen Ruhe einkehrt. Gemeint, wird ja. Ruhe einkehren jetzt mit dem John Fuss, der quasi wechselt von der Bande. Ist er jetzt neu Sportchef und mit dem Geoff Ward? Ist noch ein bisschen schwierig, hä? Lausanne war bis jetzt ein Wundertüter, oder? Also. Schwierig zu beurteilen. Und man hat schon gesehen, jetzt, ja, die Spiele, es geht für sie, hä? Es ist ein Dezember. Und wenn du musst aufholen, musst du einfach mal den Rückstand aufholen, aber du musst noch weiter auf diesem Level können performen. Und sonst rührt es sich wieder hinten zurück. Und, sie haben einen langen, harten, steinigen Weg vor sich, Lausanne. Es ist eine gute Liga mit sehr vielen guten Teams. Und, ja, die Zeit wird es zeigen. Aber der Effekt, der Effekt ist sicher da. Ja, das ist ein langer Weg, den sie hier noch vor sich haben. Lausanne, wir werden sie weiter dabei verfolgen. Hier jetzt aber gehen wir in die nächsten Highlights. Ja, wir steigen in die Highlights von ZSC Lions gegen HC Davos. Und jetzt zuerst einmal ein emotionales Highlight gegeben. Der Lukas Flüeler ist nämlich geehrt worden vor dem Spiel. Unser Experte mittlerweile, aber eben auch langjähriger Goalie von der ZSC Lions. Zwischen 2007 und 2022 hat er für Zürcher gespielt, 4 Meistertitel geholt mit Zürich, 555 Pflichtspiele, also einfach ein paar Zahlen. Und heute ist jetzt hier sein Liebling unter das Hallendach in der Swiss Life Arena gehängt worden. Das sind schon schöne Bilder, nicht? Jeder hat noch einen Knuddel wollen, quasi. Ja, er ist natürlich immer noch sehr nahe mit dieser Mannschaft. Ja, und was für eine Ehre, oder? Ich meine, in diesem neuen Stadion, das Liebling noch aufgezogen wird, oder die Fahne, neben dem Segi,
Aber er hat sicher auch verdient. Ich glaube, er hat wirklich auch eine Ära jetzt dominiert im Golf von Zürich, wo sie sehr erfolgreich waren. Mhm. Und ich glaube auch vor allem seine Leistungen in den Playoffs zum Teil sind dann auch ausschlaggebend gewesen, dass die Titel zu denen können gewinnen. Ja. Ja, die Swiss Life Arena jetzt also um die Attraktion unter dem Hauen Dach reichen. Swiss, definitiv. Die Swiss Life Arena, die eine Festung ist, seit das ZSC Lions eigentlich dort eingezogen sind. Noch gar nie haben sie dort verloren. Und auch heute haben sie gut vorgelegt, Zürcher in ihrer neuen Heimstätte. Da sehen wir den ersten Treffer, den es gegeben hat in diesem Match gegen Davos. 10. Minute. Der Simon Bodemann mit dem 1-0. Ja, der Ball muss dann eher ein bisschen glücklich an die Scheibe kommen, aber man sieht da, wie sie wirklich sehr viel Druck aufs Goal machen und dann einen guten Schuss und sie haben so off the rush die nötige eben Zug aufs Goal und Simon Bodemann ist bekannt dafür, dass er einen guten Torreicher hat und ja, haut sie dann noch schön rein. Ja, das ist natürlich schön, oder? Wenn auch da wieder kannst du so weitermachen. Du weißt, du bist bis jetzt daheim in diesem Stadion umgeschlagen und dann setzt sich eigentlich gerade nahtlos der da. Wir haben aber lange müssen warten, bis es ein nächstes Goal gegeben hat in diesem Spiel. Wir springen ins zweite Drittel und schauen uns den nächsten Treffer an. 2-0. Ja, wir sehen jetzt, wie der Gehring überspielt auf der Lechtung und der spielt sich noch eine schöne Mitte. Der Willi Riedi trifft. Er wird noch abgelenkt oder, vor dem Goal. Genau. Genau. Von Willi Riedi. Aber wir sehen vor allem dort wieder der wie heisst er? Der Zweizweiler. Wenn er sich schön löst oder, und aufgeht, dort mit rein. Von dem her gut ausgespielt. Sehr schönes Päschen vom Lechtonen noch. Und ja, zu dieser Zeit muss man sagen, eben Zürich ganz klar das Spiel im Griff gehabt. Dominiert. Und verdient dann auch 2-0 Führung gegangen. Ja. 33. Minute war das gewesen und es ist so weitergegangen, wie du sagst. Die ZSC Lions in dieser Phase des Spiels definitiv tonangebend. Sie auch verantwortlich kurz vor der Drittelspause für den dritten Treffer. Ja, ein katastrophaler Turnover da von Davos, vom Vorarm. Und dann wieder der Lechtonen, der dann hier da angespielt wird. Und, ja, er ist, wir sehr hohe Erwartungen gehabt, aber er hat die Erwartungen absolut erfüllt. Wenn er ist ein Top-Verteidiger. Ich sehe jetzt da sehr schön, wie er reinkommt, nicht gejuffelt, schön, ruhig, gut gelesen und ein unglaublich guter Schuss, sei es ein Schleppschuss, den er gut hat, oder ein Handgelenkschuss jetzt wieder auch bei dem Go. Absoluter Top-Spieler und, riesengroße Attraktion für unsere Liga, ja. 3-0, man hat schon fast das Gefühl gehabt, der Mist sei geführt ja. In diesem Match, aber unterschätzt nie der HC Davos, weil die Bündner, die haben zu der grossen Aufholjagd angesetzt und die Aufholjagd, die schauen wir uns jetzt gerade kompakt an. Wir steigen ein in der 51. Minute, der Marc Wieser, Säckenschuss, das 3-1 von ihm, 51 Minuten gespielt. Ja, die Linie hat er wirklich da noch ein Zeichen gesetzt. Marc Wieser, der auch einen guten Torreicher hat und das eiskalt ausnutzt. Zürich dort ein bisschen ja, unkonzentriert. Trautmann muss sich da überlaufen lassen. Aber auch clever gemacht vom Wieser, wenn er es schön vorleitet und mit viel Speed kommt. Ja. Und da war das Leben geweckt bei den Bündner, weil die Bündner haben von jetzt an die Spieldiktat ganz klar in ihren Händen gehabt. Da sind wir mit dem Simon Knack und dem 3-2, 57. Minute. Genau, wieder die gleiche Linie. Man sieht hier ja, ungenügend von Zürich, wie sie bringen die Scheiben nicht raus und nachher einen riesen Hühnerhaufen. Paschut, der sich da sehr schön einbringt, geduldet hat. Mhm. Und dann die Scheiben auch gut fürs Goal bringt. Oder? Viel Übersicht oder, vom Paschut in dieser Situation. Ja, ja. Ja, also, kann man schon sagen. Ich meine, er wird auch nicht angegangen, ja. Ja, genau. Und man hat ihn da geduldet und probiert natürlich dann auch, ja, natürlich, wenn man so mit rein spielt, ist immer, also ein Glück würde ich nicht sagen, aber wenn man es braucht dann auch, eben so, dass einer dort ist und sie haben es wirklich dann auch erzwungen. Und dann ist es gekommen, wie es muss kommen, bei der Aufholjagd. Kurz vor Schluss, das Goal leer, ein Feldspieler mehr beim HC Davos und dann ist eben der Ausgleich gekommen, der Dennis Rasmussen erzielt das 3-3, 15 Sekunden vor Schluss. Von 0-3 zum 3-3. Was braucht das für einen Charakter von einer Mannschaft? Ja, das braucht
dass man nie aufgeht. Und ich glaube, wenn man das erste Goal geschossen hat und das zweite, dann merkt man, und Davos sind bekannt dafür, dass sie bis zum Schluss kämpfen. Und Corvi, der da extrem viel Zeit bekommt von den Zürcher. Ich meine, natürlich haben sie mal mehr, aber ich meine, er ist einer der besten, oder wenn nicht der beste Spieler technisch von Davos. Und sie lernen da sehr machen. Und am Schluss natürlich auch ein bisschen Glück, aber Davos hat das erzwungen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, bis zu dem ersten Goal ist nicht wirklich viel gekommen. Zürich fahrlässig eigentlich, dass es dass noch so ein Unentschieden gegeben hat dort. Unentschieden ist es geblieben, auch bis, bis zu dem Zeitpunkt. Auch nach der Verlängerung ist es unentschieden geblieben und jetzt steigen wir ein ins Penaltyschiessen. 1-0 hat Davos dort geführt. Der Bristet hat Davos 1-0 in Führung gebracht und der Penalty hier vom André Ghetto. Ich hatte zuerst das Gefühl, das sei ein riesen Fehl. Aber ja, sag mir nicht, er hat es extra gemacht. Das kann der Sutti besser beurteilen. Das ist jetzt fies. Also, er muss selber lachen, das wäre ein anderer Ghetto. Ich kenne ihn nur extrem gut, aber nein, für mich ist er schaut auf das Goal und passiert unglücklich. Ich habe nicht ganz sicher gesagt, dass die Scheibe gleich immer wieder vorwärts bewegt worden ist. Aber genau, das ist es. War alles okay gewesen, schmunzeln. Nimmt er wahrscheinlich, ja. Also kommen wir machen weiter in diesem Penalty-Schiessen. Es ist der dritte Penalty von der ZSC Lions. Es steht immer noch 1-1. Der Wallmark läuft an. Heieiei. Hä? Da haben sie heute also gekünstelt. Überheblich, ja. Ist es würdest du es als Überheblichkeit abtun? Ja, absolut. Okay. Nein, das ist ein bisschen fast respektlos. Und das sind gut, dass es ihm da eins gibt. Er hat wirklich verdient. Also, und jetzt haben beide getroffen, auf beiden Seiten einen. Der Gorvi hat getroffen, der Hollenstein hat getroffen. Steht 2-2. Und jetzt steigen wir ein. Wieder. Wir schauen wieder an. Der Acevedo läuft da. Ja. Das ist die Entscheidung. Sein Penalty. Der entscheidend letzte Festung. Swiss Life Arena. Auch der HC Davos hat sie trotz einer unglaublichen Aufholjagd nicht können knacken. Ja, das kann man so sagen. Ich meine, Zürich, es ist die Euphorie da, die man sich erhofft hat, oder, dem neuen Stadion. Man ist nie ganz sicher, oder, wenn wir müssen anfangen, kommen dann die Leute in ein neues Stadion an einem anderen Ort in Zürich. Aber ich meine, super, dass sie jetzt diese Serie haben können hinlegen daheim. Ich glaube, es ist das, wo man sich erhofft hat und was wichtig ist. Heute ist wieder ausverkauft gesehen, also das ist nicht selbstverständlich und ich finde, das ist wichtig für Zürich, aber wichtig auch für Schweizer Eishockey, dass man das so ein super Stadion hat in Zürich und ja, macht Spass. Fünftes Spiel, fünfter Sieg für die ZSC Lions daheim. Es war ein unglaublicher Match gewesen, der heute zu oben. Wir hören uns die Reaktion auf Sven André Ghetto. Ja, Sven André Ghetto nach dem Goal im Penaltyschuss hat Julian Schmutz rübergerufen. Hast du das so wollen? Ich gebe die Frage noch weiter, haben Sie das so wollen? Nein, habe ich nicht wollen. Ich glaube, im Moment läuft es einfach und trotzdem hätte er fast im dritten Drittel den Match aus der Hand gegeben. Wie haben Sie das gesehen? Ja, das darf nicht passieren. Ich meine, wir sind 3-0 vorne und dann im letzten Drittel kommen wir die High, drei Goal über so. Das darf nicht passieren, nein. Jetzt am Schluss bleibt die Siegesserie bestehen. Spricht das auch für das Selbstvertrauen der Mannschaft? Ja, immerhin haben wir noch nicht gewonnen, ja. Aber eben, wie gesagt, das darf nicht passieren. Ich meine, Davos ist eine super Mannschaft, gute Mannschaft, die haben Druck gemacht, aber wir dürfen das nie zulassen. Nein. Danke vielmals. Ja, der Sven André Ghetto, da lacht er zwar und schickt Küsschen, aber er hat mich nicht wahnsinnig gut gelaunt in diesem Interview. Da gibt es sicher ein bisschen Gesprächsstoff oder, für Zürich, ob schon sie eben am Schluss die zwei Punkte hier holen. Ein unglaublicher Match, da brauchen wir einen Moment zum Durchschnaufen. Nach der Werbung sind wir zurück mit weiteren Highlights. Wir sind zurück in den Highlights vom Spieltag. 5 Matches waren heute zu oben gewesen. Das heisst, eine Partie fehlt uns noch. Die Highlights nämlich von den SCL Tigers gegen Amri Piotta. Amri hat gestern zu oben gespielt, hat gestern zu oben seine Niederlagenserie können beenden. Zuerst mal wieder gewonnen, nachdem es zuvor 8-mal verloren hat. Und heute jetzt also ganz ein wichtiges Aufeinandertreffen gegen die SCL Tigers. Sicher einer der Konkurrenten, wenn es darum geht, einen Platz in den Pre-Playoffs sich zu krallen.
Mit einem Sieg gegen den heutigen Gegner würden die Emmentaler die Tessiner punktemäßig einholen. Die Tigers zuletzt mit 6 Erfolgen aus den letzten 9 Spielen klar im Aufwärtstrend. Die erste Chance spielen sich aber die Gäste aus Ambri-Piotta. Kneubühler sieht in der Mitte McMillan, doch Tigers Gori Bolzhauser ist zur Stelle. Die Tessiner nehmen also den Zug vom gestrigen Erfolg gegen den EHC Kloten gleich mit. Auch die nächste gefährliche Szene spielt sich vor dem Langnauer Tor ab. Wieder muss Bolzhauser eingreifen. Immer noch die Tessiner. Klappig! Das 0:1 nach 11,5 Minuten. Bereits das 8. Saisontor für Philipp Klappig. Dass diese Führung nicht gestohlen ist, zeigen die Gäste wenig später. Wieder ist es die Linie mit Bürgler, Kneubühler und McMillan, die hier beinahe für die Doppelführung besorgt ist. Dank Tigers Gori Bolzhauser steht es nach 20 Minuten nur 0:1. Das zweite Drittel beginnt wie das erste mit einer Ambri-Chance für Kneubühler. Bolzhauser wirft ihm alles entgegen, was er zu werfen hat, mit Erfolg. Doch bereits rollt die nächste Tessiner Welle Richtung Luca Bolzhauser. Spacek mit dem Pass. Klappig sagt Dankeschön und verwertet zum 0:2. Mit etwas Glück kommt die Scheibe zu Klappig und der lässt sich diese Gelegenheit natürlich nicht entgehen. Von den Emmentalern bis zu diesem Zeitpunkt wenig zu sehen. Doch dann ein Lebenszeichen. Mit Rohrbach. Nur noch 1:2. Ein schöner Ablenker von Dario Rohrbach. Wenig zu halten für Janne Juvonen im Tessiner Tor. Jetzt sind die Tiger wach. Michaelis, Lapinskis und dann hat Pesonen das 2:2 auf dem Stock. Das müsste eigentlich der Ausgleich sein. Juvonen mit einem Big Save. Nach 34 Minuten kassieren die Langnauer 2 Strafminuten wegen unkorrektem Spielewechsel, sehr zum Ärger von Trainer Paterlini. Und es laufen bereits die letzten Sekunden dieser Strafe, als es doch noch hinter Bolzhauser einschlägt. Dario Bürgler, der Torschütze, zum 3:1. Doch die Emmentaler nehmen eine Coaches Challenge, weil sie eine Torhüterbehinderung gesehen haben. Die Schiedsrichter schauen sich das Ganze an und tatsächlich McMillan klar im Torkreis drin, behindert Bolzhauser im Tigers Tor. Logische Entscheidung, der Treffer zählt nicht, es bleibt beim 1:2. Zu Beginn von Abschnitt 3 die Gäste erneut mit einem Mann mehr. Wieder Bürgler, wieder Tor. Diesmal alles korrekt und die Wiederholung zeigt, dass Johnny Kneubühler mit dem Stock noch dran war. Kneubühlers 6. Saisontreffer, sehr zum Ärger von Tigers Goalie Luca Bolzhauser. Dabei bleibt es trotz den Bemühungen der Langnauer bis kurz vor Schluss. Sari Järvi mit etwas Glück zum Anschlusstreffer. Der Pass des Finnen noch ins eigene Tor abgelenkt, Langnau wieder dran. Dann sind noch etwas mehr als 90 Sekunden zu spielen. Wieder ist es Sarjärvi, der trifft. Diesmal mit einem präzisen Schuss in den Winkel. Die Aufholjagd der Emmentaler also doch noch belohnt. Es kommt zur Verlängerung. Und in dieser laufen bereits die letzten Sekunden, als erneut Klappig zuschlägt. Mit seinem 3. Treffer entscheidet der Tscheche das Spiel zugunsten der Gäste aus Ambri-Piotta. Nach den 8 Niederlagen in Folge nun der 2. Erfolg der Tessiner hintereinander.
Also, Ambri hat sich definitiv ein bisschen stabilisiert. Wie sehr ist Ihnen eben vielleicht die Nationalteampause zu gut gekommen, um sich wieder ein bisschen zu sammeln? Ja, wahrscheinlich gerade im richtigen Moment gewesen. Sie haben die Negativserie gehabt und haben jetzt die Pause super können nutzen, den Kopf können lernen und Luca Cirillo hat einen Weg gefunden, die Mannschaft wieder können neu einzustellen. Man muss aber auch sagen, ich meine, es sind jetzt zwei Mannschaften gewesen, wo man hat müssen gewinnen, oder? Ich meine, gegen Kloten gestern daheim und jetzt in Langnau kann man erwarten, dass Ambri gewinnt. Aber sie sind gut eingestellt gewesen. Sie haben vor allem auch gestern sehr powered und ist mir sicher entgegengekommen, dass die Pause. Wir schauen uns nochmal alle Resultate vom heutigen oben an. 5 Matches waren sie. So sind sie ausgegangen. ZSC Lions schlägt im Penaltyschiessen der HC Davos. Bern verliert beim Debüt von Toni Söderholm mit 1-3 gegen Fribourg-Gottero. Der Aufsteiger schlägt Biel mit 5-2. Tigers verlieren, wie vorhin gesehen, 3-4 in der Verlängerung gegen Ambri. Und Zug verliert ebenfalls in der Verlängerung 2-3 gegen Lausanne. Und jetzt hat es doch ein paar Verschiebungen gegeben in der Tabelle. ZSC Lions überholen Zug. Und wenn wir jetzt einfach auf die Verlustpunkte schauen, weil die Lions ja erst 18 Matches haben, nach Verlustpunkten wären sie sogar auf Rang 2. Bern verliert ein paar Plätze, geht hier aus den ersten 6 raus. Und wenn wir noch ein bisschen weiter hingehen, dann kann man sicher sagen, dass Ambri eigentlich einer der Gewinner ist von dieser Doppelrunde, wenn nicht der Gewinner von 11 führen auf 9. Das zu der Tabelle. So, und jetzt haben wir noch einmal eine Frage. Schon ganz oben haben wir euch daheim Fragen stellen auf unseren Social Media Kanal. Und wir haben gesagt, die beste Frage von oben, die gewinnt die Preise, die Fabian Sutter mitgenommen hat. Und wir haben ausgewählt, die Frage hier gesehen. Wenn Claude in die Playoffs kommt, kommst du, Fabian, in diesem ugly Christmas-Wetter ins Stadion? Zeig uns mal, wie er dir würde stehen. Kannst du ihn ja mal ein bisschen unten dran haben. Also, dass er noch nicht so weit ist. Musst du ihn nicht so anlegen. Genau, erst in den Playoffs. Wer hat gesagt, der ist ugly? Kali so. Ich weiß es nicht, das heisst da hinten drauf einfach. Ja, nein, unbedingt. Also, schon, ich wäre überglücklich. Also wir nehmen dich beim Wort. Klote schafft, da siehst du mich wochenlang in dem Schuss. Also wunderbar. In diesem Pulli ins Stadion könnte auch der Roman. Roman, herzliche Gratulation. Du gewünschst dir den Pulli und die Schöckeli im Adventskalender, den Fabian heute oben mitgebracht hat. Die werden dir geschickt. Genau. So. Wunderbar. Schon ein bisschen Weihnachten, ob schon so ein Zeitchen geht bis Weihnachten. Danke vielmals an euch. Merci für den Besuch, Fabian Sutter. Weiterhin alles Gute mit Route 20. Merci. Von mir hat sich Lothar und danke dir, Timo. Merci. Wunderbar. Danke an euch. Seid ihr heute zu oben mit dabei gewesen? Mehr Eishockey gibt's schon morgen zu oben wieder. Unser Live-Spiel ist der zweite Auftritt von Toni Söderholm mit dem SC Bern auswärts mit dem Berner Antreten bei Lugano. Ihr werdet live können mit dabei sein. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Habt noch Sorge. Ade miteinander. We'll be right back.